Und Ladies und Gentlemen, ihr seht es da ganz leicht im Hintergrund. Ihr seht es, wir sind wieder in Bahrain. Der Zirkus beginnt von neuem und damit herzlich willkommen zum Start der zweiten Saison hier beim Formel 1 Manager. Und damit, jawohl, der Bahrain Street, Street Circuit, sag ich schon, der Bahrain Circuit, International Circuit, so rum. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Session sehr gut wird, dass diese Saison wirklich gut wird mit Frederik Vesti und Yuki Tsunoda, der Alex Albon ja ersetzt, der ja wieder zurück zu Aston Martin gegangen ist. Und damit, wie immer, wir simulieren die erste Session und ich nehme euch gleich einfach mal mit in die zweite. Und ich denke, da ihr die Runde kennt, braucht nicht allzu viel. Und dann, es ist halt verrückt, so Leute zu sehen. Stroll, Zhou Guanyu mittlerweile bei Aston Martin, Vettel und Albon wieder zurück bei Alpha Tauri. Gasly im Alfa Romeo. Jetzt, wenn wir die Position mal außerhalb von den Reservefahrern einnehmen. Ganz oben hat sich nichts getan. Weltmeister Charles Leclerc, der schnellste im ersten freien Training vor Sainz. Verstappen, Bottas weiterhin im Alfa Romeo zusammen mit Gasly. Perez, Hamilton, Russell, Ocon, Alonso hat sich nichts getan. Norris und Ricciardo weiterhin bei McLaren und Alpine, sagte ich schon. Haas weiterhin, Magnussen und Schumacher. Wir sind aktuell Platz 17 und 18, aber ich denke, da geht noch mehr. Das Green-Not. Da hört ihr nichts Neues, aber ein bisschen hat sich dann doch was getan. Wir haben James Irwin getauscht als Race Engineer. In Anführungszeichen. Und ich denke, wenn gleich das Setup einmal, wenn wir da Feedback bekommen, dann werdet ihr hören, wer jetzt diese Position eingenommen hat in der großen Rotation der Formel 1. Ihr hört es, Chris Cronin hat diesen Platz eingenommen. Vorher Race Engineer von Sebastian Vettel gewesen beim Alpha Tauri letztes Jahr. Ich bin gerade mal gespannt. Charles Leclerc, ja, der hat jetzt, wie wir es sehen, der hat auch die Nummer 1 übernommen. Der Weltmeister, der Forzone. Für uns sieht es echt gut aus, ich muss sagen. Wir haben sehr viel Arbeit gesteckt in das Auto für dieses Jahr und zusammen mit dem Ganzen, was wir an Boni bekommen haben, beziehungsweise an Möglichkeiten im Computer, in den Simulationen, im Windtunnel, das zahlt sich echt aus. Ihr seht es, Tsunoda aktuell auf Platz 8. Also jetzt schon in den Punkten und Frederik Vesti ungefähr 13. langsamer auf Platz 14. Also wenn das ein Anzeichen dafür ist, wo wir landen, dann stehen wir vor einer sehr, sehr guten Saison. Okay, und da hören wir schon mal typisch Yuki Tsunoda da. Wurde auch einmal laut, beziehungsweise da musste einmal die Zensur her. Da hat er sich verbremst. Oh ja, da hat er sich richtig verbremst auf der rechten Seite. Rutscht weit nach draußen, aber die Reifen scheinen noch einigermaßen in Ordnung zu sein. Okay, und damit sind wir auch so gut wie mit dem zweiten freien Training beendet. Ihr seht, der aktuelle Stand ein bisschen anders. 12 und 15. Und Frederik Vesti fühlt sich sehr wohl im Auto. Das ist doch auch mal Schönes. Jetzt für uns trotzdem wirklich eine echt gute Leistung. Wir sind ungefähr eine Sekunde dran an dem führenden Carlos Sainz. Verstappen, Leclerc, Alonso auf 4. Russell auf der 5. Ich hoffe, dass die Saison für ihn besser wird. Perez, Hamilton, Ocon, Bottas, Norris, Vettel. Und dann wir mit Tsunoda, Albon wieder zurück im Alpha Tauri. Mick Schumacher, Frederik Vesti, Gasly, Ricciardo, Magnussen und beide Aston Martin. Und damit geht das Training auch zu Ende und ich würde sagen, wir schauen uns noch einmal ein bisschen die Umgebung hier an und geben dann direkt ab ins Qualifying. Wir sind noch die schnellsten, beziehungsweise mittlerweile deutlich schneller mit 12 und 15, wobei alle hinter uns auf Mediums gefahren sind. Das heißt, die werden vielleicht noch ein bisschen mehr an Pace haben und am Ende entscheidet es sowieso erst im Qualifying, wo die Reise final hingeht. Aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir den richtigen Schritt nach vorne gemacht haben. Qualifying. Radio check.
Das Green Knot. Green Knot. Und den Anfang macht Carlos Sainz offenbar auf der Strecke. Und jetzt gilt es, wo landen wir im Qualifying? Wir beginnen mit Frederik Vesti und schicken Yuki Tsunoda gleich auch hinterher. Und da würde ich gerne mal eine Runde mitnehmen. Dann kommt der jetzt, ich wollte schon sagen Verstappen. Ah, nein, ist er nicht. Dann die 23, das ist Alex Albon. Für den mal sehen, ob sich der Weg zurück zu AlphaTauri gelohnt hat. Aber er wollte es auf jeden Fall. Und wir haben ihm die Gelegenheit gegeben. Er ist wieder zurück im alten Team. Und Yuki Tsunoda dafür jetzt. Für 2 Jahre, für diejenigen, die sich fragen, Teil der Williams-Familie. Ja, wir entwickeln uns ein bisschen zur Entwicklung, zu einer Rampe für andere Teams, die ihre Jugendfahrer bringen wollen. Aber hey, wenn ein Frederik Vesti sich gut entwickelt und ein Yuki Tsunoda so weitermacht wie vorher, ja vorher bei Red Bull gewesen, in der Familie, Frederik Vesti bei Mercedes, dann soll uns das auch recht sein. Und Qualifying schauen wir uns jetzt zumindest die ersten Runden mal so an. Frederik Vesti, freie Bahn. Vor ihm jetzt aber auch noch, das ist Hamilton, der auch die Runde richtig blockiert. Das heißt, die für Frederik Vesti wird nicht gut sein. Vielleicht bei Tsunoda, der hat etwas mehr Platz. Vor ihm aber derjenige, der vorher in seinem Cockpit war, Alex Albon. Dürfte aber auch ganz gut sein, die Runde auf der Geraden. Kommt rein, DRS aktiviert. Sainz 1.30.9, die schnellste Runde, dann Magnussen. Frederik Vesti jetzt über Start und Ziel und den hat es richtig gestört. 1,9 Sekunden der Abstand auf den Ferrari. Wir haben ja gesehen, im Training geht da deutlich mehr. Zum Beispiel auch ein Albon, 1 Sekunde und Tsunoda 1,1 Sekunden. Das sollte so ungefähr die Pace sein, die wir haben. Die AlphaTauri also immer noch ein bisschen schneller, so wie die Haas. Und jetzt aber, wo die anderen rauskommen, werden wir das, denke ich mal, exakter sehen. Russell vor uns. Ein Sebastian Vettel könnte interessant sein. Hamilton auf 6. Leicht schneller als wir. Auch der wahrscheinlich in den Verkehr geraten. Und aktuell sind wir, nicht mehr die Letztplatzierten. Ein Vettel minimal schneller als wir. Aber ich denke, da ist immer noch Steigerungspotenzial. Lance Stroll, Bottas langsamer. Frederik Vesti aktuell auf 10, Tsunoda. Aber auch ein Joe Guanyu muss noch seine Runde fahren. Der jetzt auf der schnellen Runde, genauso wie Leclerc, Esteban Ocon sehe ich gerade. Norris auf der 5. Das ist jetzt die McLaren, also die wieder einen Sprung nach vorne machen wollen. Klar, alles eine Verdrängungsgesellschaft. Guanyu Zhou sogar schneller als Frederik Vesti, aber der hat natürlich noch einiges mehr auf dem Kessel. Das wissen wir ja nach der dem Blockieren von Lewis Hamilton, aber auch der hat einiges eingesteckt. Jetzt 13. Das ist also noch nicht final, was wir hier sehen. Trotzdem mit 15 und 18. Beziehungsweise mit 15 könnte ich gut leben. Frederik Vesti wird sicherlich noch rankommen und zumindest Guan Yu Zhou holen und auf die 17 rücken. Wir schicken ihn auch jetzt auf die schnelle Runde. Und Tsunoda ganz am Ende des Feldes. Da lassen wir uns auch ein bisschen Zeit. Und verfolgen das hier aus unserer Sprecherkabine beziehungsweise aus dem Kommandostand. Zhou auf der schnellen Runde, dann Gasly, Perez, Leclerc und Frederik Vesti vor Carlos Sainz und hinter Max Verstappen. Hoffentlich jetzt nicht zu sehr irritiert durch den Spanier hinter sich. Wir schauen einmal auf die Rundenzeiten. Langsamer in Sektor 1. Das ist schon mal nicht gut, aber in Sektor 2 hat er vor allem die Zeit mit Hamilton verloren. Tsunoda nochmal ein bisschen schneller. Im zweiten Sektor Frederik Vesti. Das ist jetzt der Wichtige. Fährt persönliche Bestzeit. Währenddessen Zhou leicht schneller. Leclerc übernimmt die Führung. Ricardo bleibt da, Norris bleibt, Alonso bleibt, Russell, Hamilton auf die 4. Sprit dürfte kein Problem sein.
Verstappen übernimmt jetzt die Führung. Frederik Vesti überholt Guan Yu Zhou damit 17. Vettel, leichte Verbesserung. Und Tsunoda, Stroll. Okay, und natürlich ein Sprung nach oben. Währenddessen Vesti auf der 18. Das ist okay. Hat damit etwas Boden gut gemacht. Und Tsunoda ohne Probleme im zweiten Qualifying. Das ist doch schon mal sehr schön. Wollen wir mal sehen, ob wir da weiter ansetzen können. Radio check. Ja, Radio check. Radio in Ordnung und damit. Wir nehmen einmal die gebrauchten Weichen und die ordentlichen, die guten Weichen sparen wir uns für das. Für den zweiten Shot am Ende des Qualifyings auf. Gasly macht den Anfang, dann Norris und wir als drittes werden die Rundenzeit setzen. Schaut doch so aus, als hätten wir noch freie Bahn vor uns. Jetzt hoffentlich keiner aus der Box. Bottas, der jetzt ein bisschen blockieren könnte. Wir sehen es mal. Tsunoda dürfte ihn jetzt auf der Geraden überholen. Ja, alles ohne Probleme. Gasly, Norris und Tsunoda knapp dahinter. 7/10 hinter Pierre Gasly. Albon schiebt sich knapp davor. Große Erwartungen habe ich jetzt auch nicht. Vielleicht noch Alexander Albon holen. Verstappen mit einem Fehler. Magnussen auch hinter sich halten. Den Haas, das wäre auch nochmal gut. Also Platz 13 wäre meiner Meinung nach das Optimum, was wir hier für uns rausholen können. Wir nehmen natürlich die weichen Reifen nochmal und warten, bis sich die Gelegenheit ergibt und schicken Yuki Tsunoda dann raus auf die zweite schnelle Runde hier im zweiten Qualifying. Und ich hoffe persönlich, dass das jetzt der Standard wird für uns. Dass zumindest ein Auto oder eventuell auch irgendwann beide mit Frederik Vesti dann im zweiten Qualifying sein können. Dann müssen wir auch auf der Rennstrecke nicht allzu viele Leute überholen. Klar, dritte Qualifying ist noch relativ weit entfernt. Aber wir haben es ja auch letzte Saison gesehen. Nicht unmöglich, dass es mal mit entsprechenden Umständen passieren kann. Also auf geht's. Wir nehmen das Tempo ein bisschen runter. Qualifying ist auch jetzt gleich abgewunken, wenn Lando Norris ungefähr über Startziel winkt. 3, 2, 1, Qualifying rum. Lando Norris, Gasly, Magnussen. Da ist die Schwarz-Weiß-Karete-Flagge. Wir sehen Perez auf 2, Ricciardo, kein Sprung. Albon, keine deutliche Verbesserung, aber auch Tsunoda müsste jetzt einiges mehr rausholen. Die große Frage. Na, hol 2/10 raus, aber das reicht nicht für Alex Albon. Trotzdem Platz 15 für uns. Und damit geben wir ab ins Rennen. The time has come for these drivers to fight it out wheel to wheel. Race day has arrived. Qualifying went well for Williams, as attested by their strong position on the grid. Now it's all about finding that edge for the race itself. McLaren did well during qualifying. They maximized their potential and are in a good position for the race today. We've been having sunny weather here today, but there are some clouds looming that might complicate things for teams further down the line. Na, Wolken in Bahrain, aber ich glaube, der Regen hier, das wäre dann doch zu viel des Guten. Wenn es hier regnet, dann aber auch extrem. Strategie für uns. Zwei Stopp scheint die schnellste zu sein. Von Medium auf Soft auf Medium. Aber ich glaube, ich werde bei Zeiten eine Einstopp probieren. Vielleicht. Ich werde beide auf Medium losschicken, denke ich mal. Und dann abwarten, was das Rennen für uns ergibt. Das werde ich on the fly entscheiden. Also, für die Jungs heißt es natürlich Vollgas und dann gehen wir rein in den großen Preis von Bahrain, in den Start der zweiten Season von 15 und 18. Was wir jetzt natürlich nicht gesehen haben, die dritte Qualifying Session und damit die Pole Position geht
An den Weltmeister Charles Leclerc, dahinter Max Verstappen, dann Carlos Sainz auf dem dritten. Da ist er, Yuki Tsunoda im neuen Williams Overall, auch mal im Bild, schön zu sehen. Und Rennen geht los. Perez auf der 4 und dann ein buntes Durcheinander. Jetzt aber erstmal sehen, wie sich der Start entwickelt. Frederik Vesti verliert die Position an Zhou Guan Yu. Wird sie sich aber vielleicht zurückholen in der Haarnadel. Alles sehr zusammengestaucht. Tsunoda im Duell mit Alex Albon. Und holt sich den Platz wieder. Damit Platz 14 im Moment. Schön. Und jetzt im Duell mit Daniel Ricciardo. Vielleicht natürlich auch wie in der letzten Saison die McLaren, unser Team to beat. Platz 9 natürlich unsere Vorhersage, aber vielleicht können wir neben den Haas auch noch die McLaren in Angriff nehmen. Eventuell auch die Alpha Tauri, die sich ja gerade alles andere als gut präsentieren in diesem Rennen. Albon auf der 15, Vettel auf der 16. Da sollte eigentlich mehr drin sein. Aber ihr kennt mich, ihr kennt das Prozedere. Der Start ist geglückt, alles in Ordnung. Wenn etwas passiert, wie das hier, Tsunoda innen gegen Ricciardo, hält rein, bleibt dran und zieht vorbei, zumindest kurzfristig, bleibt weiter außen dran und hält nicht locker. Tsunoda immer noch jetzt dahinter. Wenn was Spannendes passiert, dann bleibe ich bei euch und ich komme hier gar nicht in der Pause. Vesti im Duell mit Mick Schumacher. Jetzt vielleicht auf der Bremse. Versucht und ja, beim Rausbeschleunigen. Platz 17. Natürlich die Batterie nicht zu sehr beanspruchen. Und dann weiter so. Der ist jetzt aktiviert. Für uns gerade nicht. Denn wir müssen natürlich dranbleiben. Da wir im Gegensatz zu vielen, glaube ich, auf mittleren unterwegs sind. Ja, wir sind die einzigen auf mittleren Reifen. Gerade der Rest, alles auf den weichen Compounds unterwegs. Heißt, wird für uns schwer, hier die Pace mitgehen zu können. Zumindest dauerhaft. Wir fallen auch gerade aus dem DRS-Fenster. Also die harten Reifen hier wahrscheinlich die schlechteste Wahl. Das heißt, wir werden wahrscheinlich tatsächlich von Medium auf die Weichen, auf die Medium wechseln. Update, Runde 8 mittlerweile. Albon auf 14, Tsunoda auf 15, direkt dahinter. Vettel war normalerweise davor. Jetzt alle im DRS. Oh, Tsunoda nicht mehr im DRS-Fenster. Wird jetzt von Vettel überholt. Und halten uns gerade dran, während Albon langsam den Anschluss an die Gruppe vor sich findet. Aber alles zu unserem Vorteil, denn wir sind, wie wir es ja wissen, auf mittleren Reifen unterwegs, während Frederik Vesti jetzt langsam den Anschluss verliert. Das heißt, wir werden wahrscheinlich ein bisschen die Batterie und auch die Reifen in Angriff nehmen müssen. Ich glaube, wenn ich die Strategie so sehe und jetzt einmal durchplane, wird wahrscheinlich Medium auf den Weichen, auf den Medium die wirkliche Strategie sein. Wenn gerade das Rennen ein bisschen angehalten wird, aus welchen Gründen noch immer. Wenn wir die in Angriff nehmen, dann dürfte das einigermaßen hinkommen. Das halten wir mal im Auge. Vor allem für Frederik Vesti, wenn er weiter so fährt. Von den Reifen her werden wir die Mediums ein bisschen strecken können und die Weichen dann nicht so sehr in Angriff nehmen. Ich dachte schon, es wäre was passiert. Es war nur die Batterie. Währenddessen Tsunoda, der den Anschluss an Albon verliert, und Vettel wahrscheinlich mit DRS jetzt vorbei. Für uns also aktuell Platz 15 und 18 und die Aston Martin 6 Sekunden dahinter, auch wenn die auf weichen Reifen unterwegs sind. Und da ist der Erste an der Box gewesen mit Fernando Alonso nach 13 Runden. Schon relativ früh. Auch für uns öffnet sich theoretisch das Boxenstoppfenster. Aber ich glaube, die Reifen bei Frederik Vesti, die sind so in Ordnung. Ich glaube, da können wir sogar noch ein bisschen fahren. Bei Tsunoda sogar noch besser. Den können wir sogar die Reifen schonen lassen. Dann eventuell einfach die anderen
Stints etwas kürzer halten und so mehr Tempo aus den mittleren bzw. dem einen Satz weichen Reifen holen. Oh! Utsunoda räumt gerade Magnussen ab. Einmal in der Replay, weit weg DRS. Und dann verbremst er sich in Kurve 1. Das ist nicht mehr Magnussen, das ist Mick Schumacher. Aber das wird auf jeden Fall eine Strafe und jetzt den Boxenstopp geben. Da brauchen wir keinen Zweifel haben. Die Strafe und Mick Schumacher steht da noch. Frontflügel ist kaputt. Wir gehen auf die harten Reifen. Wir werden natürlich den Frontflügel wechseln. Und dann geht's in die Box für Yuki Tsunoda. Frederik Vesti weiterhin auf 16, wird gleich den 15. Platz beerben. Das ist auch offiziell 5 Sekunden Strafe für die Kollision mit Mick Schumacher. Und da sehen wir es, Frederik Vesti an der Box. Genauso wie viele andere, auch ein Guan Yu Zhou, der hinter uns ist. Die weichen Reifen, alles gut gelaufen, 2,8 Sekunden. Guter Stopp und kommen weit vor Yuki Tsunoda raus. Und Frederik Vesti, der wird die Reifen jetzt ganz in Ruhe fahren können. Hat jetzt den weichen Reifen und wird da ordentlich Tempo drauf machen können. Okay, Batterie bei Tsunoda ist voll. Frederik Vesti haben wir ein bisschen die Reifen geschont. Und da können wir jetzt aus dem vollen Schöpfen noch langsam rankommen an Albon und Vettel, die gerade, wenn wir die Rundenzeiten sehen, na, 14 Sekunden schneller sind. Ich glaube, die haben wir in den Reifen drin. Und Tsunoda hat jetzt die Batterie voll. Das heißt, wir werden jetzt bei Gelegenheit überholen. Die Pace anziehen. Der ist aktiv, auch wenn wir es hier nicht sehen. Und gleich wahrscheinlich auf der Geraden den Angriff setzen gegen die beiden Aston Martin. In Richtung Overtake und dann pushen. Zieht an und versucht jetzt sogar schon auf der Geraden. Und holt sich zumindest Joe. Und jetzt mit der S vorbei an Lance Stroll. Jetzt mit der Batterie einfach den Abstand rausfahren. Das sollte eigentlich kein Problem sein gegen die Aston Martin. Okay. Wir sind mittlerweile Runde 31 und ja, ich habe Yuki Tsunoda auf die harten Reifen gewechselt und man merkt, es ist durchaus ein Fehler. Ich glaube aber, dass da mehr am Auto noch angeschlagen ist, weil wir bleiben gerade hinter den Aston Martin, können von der Pace nicht mitgehen. Mit Yuki Tsunoda, während Frederik Vesti auf den weichen Reifen nicht viel besser unterwegs ist, aber inmitten von nirgendwo fährt, klar schneller als die Aston, Mick Schumacher. Da ist natürlich ganz blöd gelaufen auf dem letzten Platz. Und Albon und Vettel vorne im Duell. War ein Fehler in Sektor 2. Habe ich den gerade sogar gesehen? Oder war das Daniel Ricciardo davor? Währenddessen Tsunoda sich immer wieder an Überholversuchen gegen die Aston. Und ja, das ist Vettel. Da sehen wir es. Und da blockieren sich die beiden Alpha Tauri gegenseitig. Wenn es dann Pierre Gasly im neuen Auto auf Platz 11, das ist halt immer schön zu sehen. Verstappen in Führung, Leclerc, Sainz, Perez, Hamilton, Norris auf der 8, dazwischen die beiden Alpine, Russell auf der 9 und Kevin Magnussen aktuell mit dem letzten Punkt direkt verfolgt von beiden Alfa Romeo. Boxing. Wir werden mit Frederik Vesti jetzt an die Box gehen, das heißt nochmal eine wirklich gute Runde aus den Reifen holen. Die bauen auch langsam ab im Vergleich zu den Alpha Tauri vor uns. Ungefähr 6 Zehntel verloren. Das heißt, wir werden gleich nochmal auf neue Mediums wechseln und damit das Rennen beenden. Yuki Tsunoda auch in 2 Runden steht für ihn das Gleiche an. Okay, und anderes positives Zeichen. Yuki Tsunoda gerade mit komplettem ERS mal eben die schnellste Runde gefahren. 1:36,5. Schöne Randnotiz, vor allem damit auch deutlich schneller als Zhou Guan Yu. Frederik Vesti jetzt 7 Sekunden hinter Alex Albon, der weit zurückgefallen ist. Ein Vettel muss aber auch noch an die Box. Der wird also in diesem Fernduell sicherlich nochmal interessant werden. Für die beiden Alpha Tauri untereinander. Bei uns ja, wie gesagt, zu nur der schnellste Runde.
Lance Stroll hängt jetzt hinter dem führenden Charles Leclerc, weil Max Verstappen gerade an die Box gekommen ist. Sainz, Hamilton und Perez noch dazwischen, wobei jetzt gerade die Positionen tauschen, wie ihr gesehen habt. Sergio Perez jetzt auf Platz 3. Okay, Yuki Tsunoda jetzt sogar auf 17 vorgearbeitet, weil ein Mick Schumacher an die Box. Und ihr seht, Frederik Vesti 5 Sekunden weg von Vettel, dann Ricciardo und Albon. Unser ehemaliger jetzt auf Platz 13. Fährt also ganz guten Schritt nach vorne für den Thailänder. Und ansonsten hat sich nicht viel getan. Jetzt gerade Ocon und Magnussen an der Box. Das heißt, auch da könnte sich nochmal was ergeben. Wir schauen mal, wie das endet. Die wechseln jetzt auf die weichen Reifen. Und Ocon, also kommen beide direkt vor besagtem Alex Albon raus. Sprit ein klein bisschen gering, aber das kriegen wir in 13 Runden auf jeden Fall angespart. Und da gab es einen Unfall in Sektor 3. Ich sehe gerade Ricciardo und Russell angeschlagen. Und die fahren beide an die Box, beziehungsweise zumindest Russell fährt an die Box, den wir hier sehen. Für den wieder ein ganz schlechtes Rennen. Und da, oh, Unfall mit Ricciardo. Da nimmt er ihm einfach die Innenkurve, sticht rein. Ricciardo mit der Strafe und Russell muss den Frontflügel wechseln. Und nebenbei noch ein Dreher auf der Strecke. Den sehe ich gerade aber auch nicht. Sektor 2. Gelbe Flaggen. Guan Yu Zhou, der hinten auf dem letzten Platz ist und dann, ja, zu weit rauskommt und sich völlig von der Strecke dreht. Russell in der Box kommt heraus. Hinter Tsunoda. Oder knapp vor ihm. Da ist auf jeden Fall Yuki Tsunoda. Da ist Russell. Und Yuki kommt vor ihm raus. Immerhin. Und ich muss sagen, positiv, wir haben nichts mehr im Geringsten mit Aston Martin zu tun. Das war aber auch schon vorher klar. Und wir halten uns konstant. Die Pace ist ordentlich. Haben auch einiges mitgenommen. Aber Yuki Tsunoda, solche Fehler dürfen natürlich nicht zweimal passieren. Wie das, was heute war. So kommen wir nicht weiter nach vorne. Okay, 3 Runden vor Schluss für den Führenden. Yuki macht sich auch gleich auf die Überrunde gefasst. Wir haben ein bisschen die Reifen geschont für die letzten Runden des Rennens. Und George Russell, der, ihr seht, hat 10 Sekunden aufgeholt. Und auf den weichen Reifen ist der einfach zu schnell für uns. Auch wenn Platz 15 für Russell sicherlich nicht das Traumziel ist, während Teamkollege Lewis Hamilton auf Platz 5 das Maximum rausholt. Denn beide Red Bull und beide Ferrari sind einfach in der aktuellen Formel 1 das Maß aller Dinge. Apropos Charles Leclerc. Jetzt gleich die Überrundung. Da hinten sehen wir schon Yuki, der langsam aber sicher den Platz abgeben wird. Und dann stehen für uns wahrscheinlich Platz 16 und 17 am Ende des Rennens zur Buche. Die letzte Runde, die nehmen wir auch nochmal mit. Ja, wie erwartet, Russell überholt Frederik Vesti. Ricciardo immer noch mit der Strafe, trotzdem zu weit weg für uns. Und Charles Leclerc ist der Sieger des großen Preis von Bahrain, der Weltmeister mit dem Auftaktsieg. Tsunoda eine Runde dahinter nach dem Unfall. Da wäre deutlich, deutlich mehr drin gewesen. Okay. Tough day. Auf jeden Fall Tsunoda nicht zufrieden mit der Pace. Da hätte man mehr draus machen können. Laut dem Japaner, ja. Stimme ich auch durchaus zu. Wenn der Unfall nicht gewesen wäre, dann hätten wir neben 5 Sekunden Strafe auch sicherlich mit der Strategie mehr machen können. Man sieht es ja an dem Frederik Vesti. Der ist 11 Sekunden davon entfernt. Ist noch in der Führungsrunde. Und ja, da kann ich sagen, das ist okay. Wir haben getan, was wir konnten.
A wonderful result here for the Williams driver. Für uns also Platz 9 in der Konstrukteurswertung. Charles Leclerc, wie gesagt, der Sieger. Vor Verstappen, Sainz, das Podium komplettiert. Perez, Hamilton, Alonso, Gasly in seinem ersten Rennen im Alfa Romeo. Vor Teamkollege Bottas, 7 und 9. Norris auf der 8. Und der letzte Punkt geht an Esteban Ocon. Damit in der Konstrukteurswertung auch Ferrari natürlich vorne. Vor Red Bull, Mercedes und wir auf der 9, wo wir uns auch aktuell sehen. Das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder des Formel 1 Managers. Haut rein und ciao.